Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einem nächsten Avenger Talk. Ich bin wieder Avenger und ja, der schönste Sonder in der Woche ist heute leider nicht so. Ich habe nämlich ein krasses Thema für euch und ich bin sowas von angepisst und deswegen würde ich mal sagen, Intro ab und bis gleich. Mann, nein, nicht die Kamera, nein. Ja, ich habe dem letzten Video gesehen von KuchenTV und ich hab mich sowas von darüber aufgeregt, jetzt mal ohne Scheiß. Da ging es wieder darum, die sinkenden YouTube-Einnahmen bzw. die Werbeeinnahmen für YouTuber, die sind ja krass gesunken, viele sind davon betroffen. Herr Newstime hat darüber auch ein Video gemacht. Was mich jetzt an KuchenTV so angewichst hat, ist Folgendes. Er hat jetzt gesagt, also er hat in seinem Video gesagt, wie viel er ungefähr pro Klicks verdient. Also er hat gesagt, bei alle Millionen Klicks kriegt er ungefähr 1000 Euro. Auf seinem KuchenTV-Kanal hat er für 8 Millionen Klicks macht er so monatlich und hätte dann 8000 Euro verdient. Jetzt verdient er nur noch so um die 500, genau 500.000, ja, ist klar. Jetzt ist es peinlich. Er hat gesagt, jetzt verdient er nur noch um die 5000 durch die Werbeeinnahmen und da dachte ich mir, Alter, so, Alter, what the fuck? Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Wenn ich jetzt mal so überlege, ich bin ja mittelständischer Arbeiter, würde ich sagen, und meine Frau ja auch. Und wenn man jetzt bedenkt, für einen, der wirklich 3 Jahre lang einen Beruf gelernt hat und jetzt ganz normal arbeitet, 40 Stunden die Woche, der verdient so zwischen, sagen wir mal, roundabout 1000 bis 2000 Euro im Monat. Netto. Und dann sitzt sie nur jeden Tag vorm PC und macht ein Video und schneidet. Viele werden sich jetzt denken, hö, die sitzen nicht nur vorm PC und schneiden. Doch tun sie, weil ich mach's ja auch. Aber ich mach das noch nebenbei und verdiene nicht mal ansatzweise so viel Kohle wie die Typen da draußen. Weißt du, ich denk mir dann so, Alter, was können die jetzt nur rumheulen wegen so einem Scheiß? Dann müssen sie halt mal gucken, dass sie jetzt irgendwie anders die Einnahmen machen. Ich meine, die machen es ja auch durch Merchandise, die machen das ja auch durch Product Placements und so weiter. Also sie brauchen sich jetzt nicht beschweren, dass sie jetzt total am Bankrott leben, ja. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, mit meinem Verdienst und mit meiner Frau, wir haben ein Haus, wir haben 2 Autos, wir müssen Kinder versorgen, wir müssen zur Arbeit fahren. Das ist ziemlich nervig dann, wenn solche Videos kommen. Vor allem ist das ja auch nicht gut für die Zukunft von Deutschland, will ich jetzt mal sagen. Die Lehrstellen teilweise sind total unbesetzt. Und warum ist das so? Nee, nicht weil die Leute einfach keinen Bock darauf haben, sondern weil die meisten einfach nur noch, ja, die wollen sich halt nicht mehr die Hände schmutzig machen. Also sprich, die wollen nicht mehr auf der Baustelle arbeiten, geschweige denn als Koch, so wie ich, außer der Schütze natürlich, der hat aber andere Gründe. Und dann denke ich mir so, wenn die jetzt noch damit anfangen und sagen, wie viel sie auf YouTube verdienen und das sind so utopische Summen, ja, wer will dann überhaupt noch arbeiten gehen? Die wollen doch dann alle nur noch mit YouTube durchstarten. Ich hoffe natürlich, dass es mit den neuen YouTube-Richtlinien sich ändert, weil kann man ja nicht mehr so viel Kohle machen. Vielleicht nimmt das ein bisschen ab. Das ist ein ganz anderes Thema. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass wenn ich jetzt zum Beispiel von 31 Tage hatte im Schnitt im Monat oder 30 Tage und ich gehe davon, wenn man das frei mit abrechnet, 22 Tage arbeiten. 9 Stunden, das heißt 40 Stunden Woche. Dann ist aber noch die Zeit berechnet, wo ich hinfahre zur Arbeit und zurückfahre zur Arbeit. Das heißt, ich arbeite dann nicht 9 Stunden, sondern mit der Fahrt ungefähr 10,5 Stunden. Sag ich jetzt mal roundabout. So, mache nebenbei noch Videos und ich heule mit meinen paar Kröten jetzt auch nicht rum, dass ich jetzt praktisch meine Existenz da irgendwie dadurch... Gut, ich verdiene auch noch nicht genug. Und ich kann es auch verstehen, dass viele YouTuber, die jetzt halt irgendwann mal 8 bis 10.000 Euro verdient haben, jetzt nur noch 6.000, 7.000 Euro verdienen. Weil ich meine, wenn man einen gewissen Standard aufgebaut hat, auch wenn er noch so irrsinnig ist, siehe Arboret und Leon Mascher zum Beispiel, die mal eben 30.000 Euro für Klamotten ausgeben oder 3.000, ich weiß das nicht mehr, wie viel das im Video war. Auf jeden Fall, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja, das ist dann natürlich ein krasser Finanzeinbruch. Man kann den Standard dann vielleicht nicht behalten, gerät dann erstmal in Panik. Aber ich, meiner Meinung nach, mit 6.000 Euro, was könnte ich im Monat mit so viel Geld anfangen? Auf jeden Fall, ich bin mega angepisst, weil das ist ein riesen Arschtritt, wenn man sowas sagt, für die Leute, die wirklich arbeiten gehen oder studieren oder noch in die Schule, nebenbei noch Videos rausblockern, teilweise noch eine bessere Qualität wie die, die damit Geld verdienen. Und dann kommt so ein Spruch, da könnte ich einfach nur voll aus der Haut fahren. Aber hey, was meint ihr denn eigentlich dazu? Ist es wirklich so? Heulen die wirklich nur rum? Oder habe ich komplett falsche Ansichten? Ihr könnt es mir mal unten in die Kommentare reinhauen, was ihr davon haltet. Und wie schon gesagt, ich gehe jetzt wieder in die Ecke und heulen und mir überlegen, warum ich so wenig Geld verdiene.
Tja, das war's auch schon wieder mit dem schönsten Sonntag in der Woche. Ich hoffe, ihr habt euch mal ein paar Gedanken darüber gemacht. Wie seht ihr das mit YouTube-Einnahmen? Ist das wirklich so gravierend? Kann ich jetzt so nicht beantworten, beziehungsweise für mich ist es eine Riesensauerei, weil das ist für jedermann ein Arschtritt, der wirklich jeden Tag arbeiten geht und dann mit den paar Kröten nach Hause kommt und trotzdem noch sein Leben auf die Reihe kriegt. Wie schon gesagt, ich habe ja ein Kinderhaus, zwei Autos und so. Das läuft schon, wenn man es richtig anstellt. Man darf halt nicht so viel für Klamotten rausschmeißen. Ich finde diesen Mainstream scheiße. Und diesen Lifestyle-Hype finde ich sowieso total bescheuert. Aber da können wir ja nochmal ein Video drüber machen, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, was ich davon halte, was YouTuber teilweise für utopische Summen für Klamotten ausgeben. Oder der Lifestyle heutzutage. Schreibt es mir am besten mal in die Kommentare. Ich würde sagen, das war's jetzt auf jeden Fall. Hier habt ihr nochmal mein letztes Video. Da habt ihr wieder meine Fratze zum Abonnieren. Hannibal ist auch wieder dabei. Und wie schon gesagt, ich habe unten auch die Videobeschreibung mal ein bisschen verändert. Ich habe auch Merchandise für die, die nicht genug von mir kommen. Einfach mal vorbeischauen oder die mich einfach nur so unterstützen wollen. Meine Donation-Page da unten, dass ich vielleicht auch irgendwann mal rumheulen kann. Dass die Einnahmen so niedrig sind. Ja, wenn du mich cool fandest, dann natürlich wieder diesen Button. Wenn du mich richtig, richtig krass fandest, wieder diesen. Ich bin euer Avenger und ich wünsche euch jetzt noch einen traumhaften Sonntag. Und ja, wie schon gesagt, see you next time. Euer Avenger, haut rein. Bis dahin. Servus, alter Schwede.